Nachdem Carina erst bei McDonald's, dann bei der Tankstelle, dann beim Dönerladen, dann im Taxiunternehmen, dann bei Edeka, dann im Weihnachtsladen, dann als Ärztin, dann im Restaurant und dann als Kinokartenverkäuferin rausgeschmissen wurde, hat sie nun einen neuen Job. Carina arbeitet an einem Flughafen im Check-in-Bereich. Viel Spaß und gute Unterhaltung bei Carina bei der Arbeit. Hallo, ich würde gerne einmal einchecken. Ausweis. Das geht los. Alles okay bei Ihnen? Ja, alles gut, danke. Ich fliege nur zum ersten Mal, ein bisschen Flugangst. Oh, das brauchen Sie wirklich nicht zu haben. Unser Flughafen ist der sicherste der Welt. Oh, das beruhigt mich zu hören, danke. Das war 1951. Mittlerweile sind wir auf den vorletzten Platz gerückt. Haben Sie von der Story gehört mit dem Flugzeug, das aus Versehen den Gepäckwagen hinten eingeklemmt hat und bis nach New York mitgeflogen hat? Ja. Kam nicht so gut an. Viele Minuspunkte. Okay. Oder der Zwischenfall vor 3 Wochen, als der Kapitän durchs Flugzeug Allahu Akbar gerufen hat. Dabei hat er nur seinen Praktikanten gerufen. Der heißt so, Allahu Akbar. Vielleicht, wenn Sie mich einfach nur schnell einchecken, dann wird... Natürlich, natürlich. Oh, und Wetterwarnung. Könnte ein bisschen wackelig werden heute. Ich möchte das eigentlich alles gar nicht wissen, also... So. Sie fliegen heute mit Uganda Airlines? Ich bitte Sie ernsthaft, könnten Sie bitte... Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht verunsichern. Das wird ein ganz, ganz toller erster Flug für Sie. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ganz, ganz viel Glück heute am Freitag, den 13. auf Platz 13a. Viel Spaß! Carina bei der Arbeit. Das Leben ist hart und die Wahrheit ist manchmal schwer zu verkraften. Die Konkurrenz war heute einfach ein bisschen stärker. Judith, tut mir leid. Ich habe heute leider kein Ticket für dich. Der Flug ist überbucht. Tut mir leid, ich wollte es ein bisschen dramatischer machen. Wie überbucht? Na, überbucht. Kein Platz mehr frei. Sie können nicht mitfliegen. Aber ich habe doch ein Ticket. Und ich habe Herpes. Na und? Gibt's da denn keine Möglichkeit? Sehen Sie da hinten den Mann? Wenn Sie dem ein paar aufs Maul hauen und sein Ticket klauen, könnten Sie mitfliegen. Ist derselbe Flug. Das ist doch ein Witz, oder? Na ja. Ich muss diesen Flug bekommen. Das ist unglaublich wichtig für mich. Können Sie nicht noch bitte einmal nachgucken? Ich werde mal nachfragen. Gabi, gibt es eine Möglichkeit, dass eine Kundin in einem überbuchten Flug doch noch mitfliegen kann? Nein. Aber Gabi hat doch ja gesagt. Nee, das habe ich anders verstanden. Dann würde ich gerne einmal mit Ihrer Kollegin Gabi sprechen. Das geht nicht. Wieso nicht? Gabi ist ein Papagei. Ihre Kollegin ist ein Papagei? Mein Ehemann war 3 Jahre lang sterbenskrank. Ich habe ewig gebraucht, um das Geld zusammenzukriegen, um den Flug zu finanzieren nach Texas. Ich bitte Sie aus ganzem Herzen, ich flehe Sie an. Bitte, lassen Sie mich an Bord gehen. Tun Sie es für die Liebe. Also, entweder habe ich gerade Schmetterlinge im Bauch oder mir kommt die Kotze hoch. Es ist die Kotze. Carina bei der Arbeit. So, dann stehen Sie bitte Ihr Gepäck einmal darauf, damit ich Sie einchecken kann, ja? Was ist denn? Zu schwer. Okay, dann zahle ich die anfallenden Kosten selber dafür, ja. Nee, Sie! Wie bitte? Wie viel wiegen Sie denn? Ich glaube, das geht Sie überhaupt nichts an. Das stimmt. Achtung, Achtung, es ist soeben ein kostenloser Platz frei geworden nach Teneriffa. Also, wenn jemand Interesse hat, einfach an den... Ist ja gut, ist ja gut. 102 Kilo. Bum, 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 bum. Ja, weiß ich doch selber. Ist ja auch alles überhaupt kein Problem. Ich muss Ihnen nur ein bisschen was umzwitschen. Was machen Sie denn da jetzt? Naja, eben war Schumann Vetter hier. Und der sitzt links. Deswegen müssen Sie jetzt rechts sitzen. Sonst würde das Flugzeug hier im Kreis fliegen. Ah ja. So, das macht dann nochmal 355 Euro, bitte. Was? Wieso denn das? Naja, mit einem Sitz kommen Sie wohl nicht aus, oder? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Flughafen Hamburg, dass wir hier drehen durften. Es war sehr, sehr lustig und sehr, sehr entspannt. Vielen, vielen Dank dafür. Klickt hier gerne auf die Videos. Hier seht ihr die letzten Carina-Videos. Passt auf euch auf, macht's gut und bis dann. Tschüss.